Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der wunderschönen St. Colli, in St. Colli Krimi. Ein bisschen vorne. Wir müssen das jetzt mal hier so ein bisschen auflaufen, ne? Wo ist der Plan dahinter? Aber ihr kennt's. Hinter der mit Pläne, ne? Handbremse rein, mal eben absägen. Da muss der hin. Fröhliche Weihnacht überall. Bald ist Weihnachten, ne? Achso, nee, boah, ich feier schon Weihnachten, ne? Bei mir ist nachher Weihnachten. Endlich gibt's Weißwurst. Ich freu mich. Endlich Weißwurst. Ja, ein bisschen knapp ist sie. Aber ich muss die alten Rum noch reinfahren. Nein, nein, nein. Das ist auch immer so prima. So geht's ja nicht, ne? Wir brauchen noch ein Bild. Holztrauma par excellence. Ja, das ist halt so im Leben, ne? Wenn du eine Produktion willst, musst du auch was dafür tun. Schickram, Schlepper ist auch schon ganz dreckig. Ich wollte den Fernseher leiser machen. Ich hab's echt vergessen. Ich hab's wirklich vergessen. Naja, müsst ihr ein bisschen Stargate hören, ist ja nicht schlimm, oder? Stargate, das geht immer. Gibt ihr den? Ja, nicht so sicher. Da wäre ein Deutschhorn, ne? Oh, was ist da denn los? Oh, Shari sagt Bescheid. Also unsere Hündin, ne? Die kennt ihr jetzt, wenn ihr das Video gesehen habt, ne? Das ist so ein liebes Tier, ne? Da kannst du alles mitmachen. Aber wenn du bei uns aufs Grundstück willst, ich glaube, drauf könnte es vielleicht noch kommen, aber ich glaube, runter, da lege ich nicht meine Hand für ins Feuer. Also, da stehen die Nackenhaare sonst wo. Ha, ey, also... Bin ganz ehrlich. Das ist so leise, ich höre nichts vom Schlepper. Aber der Regen ist so laut. Aber trotzdem, ich lege da nicht meine Hand für ins Feuer. Also die... Da kannst du wohl Pech mit haben, dass du nicht dann wieder vom Grundstück kommst. Die springt aus dem Stand, ja, wie hoch ist der die? 1,50 Meter? Springt die aus dem Stand hoch, Nackenhaare. Stehen sonst wo? Weißt du? Also ich möchte denen dann nicht begegnen. Bin ich ja ganz, ganz ehrlich. Wenn du einen Rückwärtsgang reinmachst, Svenny, und nicht so viele mehr erzählst, dann klappt das hier auch mit vorn. Mann! Wir wollen das Ding da eben aufladen, wenn es geht. Also erst ein bisschen gerade hier schieben. Schon zu tun, unser
kleine Dolz, ne? Und das läuft hier, wie geschnitten Brot. Man muss das Ziel auch hinterm Forst machen sehen, ne? Wir setzen dafür unsere Getreideschrotproduktion. Und dann kannst du auch mal ein paar Birnkes hier wegmachen, ne? Muss halt auch mal sein, ne? Ne, falsche Richtung. Das gehört halt dazu. Aber mich stört das auch eigentlich. Komm, ich mach das halt zwischendurch. Ich mache ganz gerne Forst, ich bin ja ganz ehrlich, ne? Aber dauerhaft... weiß ich nicht genau, ob ich das immer so dauerhaft machen möchte. Aber so zwischendurch mal Bäume laden oder so. Ist ja genauso easy peasy wie Ballen laden, ne? Ich finde, das kannst du ganz gut machen. Jetzt gehen die Geister wieder auseinander. Nein, Forst, gucke ich nicht. Nee, du brauchst ja auch nicht gucken. Du guckst woanders. Ganz einfach. Aber ich finde, das gehört auch dazu. Oder? In Real Life? Kannst du ja auch nicht sagen, so, der Baum soll weg. Und sagst du hier, Kündigung von dem Grundstück, hau ab. Verstehst du, wie ich meine? Geht ja auch nicht. Und ich bin eigentlich immer gerne im Busch gegangen. Bin ich ganz ehrlich. Zwar auch nicht immer, aber ich bin gerne im Wald gegangen. Bin ich ganz ehrlich. Oder gehe auch noch gerne im Wald. Das wenn ihr nächst, ne? Blüsenmoped mit. Aber ich bin dann auch froh, wenn es wieder vorbei ist. Bin ich auch ganz ehrlich. Weil immer brauche ich das auch. Geht das jetzt? Oh, guck mal, Drehzahl geht nach oben. Hä? Läuft den Laden. Dann lassen wir ein bisschen so und formen wir ein Stück raus. Kennt ihr das? Wenn ihr Bäume aus dem Busch zieht? Ja, du machst das? Und wir haben das immer mit einer Kette gemacht. So, dann hast du dann auch manchmal ein paar Meter zu fahren. Und dann willst du die Kette da wieder drunter wegkriegen. Dann hast du noch 35.000 Brombeeren am besten noch im Weg liegen, ne? Die gehören ja auch dazu. Ohne die geht's ja schlecht, ne? Ey, ich könnte manchmal, ey. Das macht ja dann immer richtig Laune, ne? Mit den ganzen Brombeeren dann in den Finger und so. Ja, da kommt Freude auf, der zickt die. Aber da war ja nur so ein Lücken. Easy peasy. Ja, locker flockig gleich eben aufgeladen. Machen wir eben zu. Machen wir Handbremse rein, Gang raus, wir hüpfen eben raus. Meine Kettensäge, ne? Die ist wie meine kleine Stiel, ne? Ziehst auch erstmal 5 Minuten dran, bis sie da ist. Und wenn du Pech hast, ist sie dann nämlich versoffen. Dann hast du die Schnauze voll und nimmst das große Moped. So, bei meinem Talent, ne? Vergesse ich immer den Gehörschutz. Weil du dann so in Action bist. Und dann hast du 5 Tage ein Klingeln in den Ohren. Weil die über 120 Dezibel hat, ne? Weiß Bescheid. Also da brauchst du nicht so lange mit sägen. Weil wegen ist nicht so angenehm. Aber zieht gut durch. 4,7 PS, das merkst du schon mal. Alter, neu, ey. Da kannst du mit arbeiten. Die reißt auch was. Die hat die große Kette drauf, ne? Nicht diese kleine normalen. Ist das andere 5/8 oder wie 8? Weiß ich jetzt nicht genau, aber da kannst du echt gut mit sägen, ey. Ist schon eine kleine Waffe. Aber da musst du auch aufpassen, ne? Die schnell so ein Stück nach oben, wenn du Gas gibst. Wenn du noch nie mit einer Säge gearbeitet hast. Leider nein.
Oh, Shikra. Das war nicht so gut. Musst du schon ein bisschen aufpassen, ne? Aber musst du ja generell, wenn du mit der Kettensäge arbeitest, wisst ihr ja alle, ne? Das Sägen macht hier noch Spaß, ne? Das Aufladen auch. Aber dann hinterher, was dann kommt, ne? Das macht keinen Spaß mehr. Den ganzen Gemüse spalten. Ich mach das ja mit der Hand, ne? Also, ich habe mir so eine Fiskars-Axt gekauft, ne? Das blöde Ding kostet zwar über 80 Euro, ne? Aber das merkst du den Unterschied. Früher, ich konnte ja auch den Spalter von meiner Schwester holen. Die hat den damals gekriegt, als Papa gestorben ist. Wir hatten einen Spalter mit Starkstrom. Aber das ist auch Müll. Wenn du dann da aus Versehen was drin hast, mit Ästchen oder so. Nee, da kannst du besser mit dem Beil machen, du. Ganz ehrlich. Hast du zwar ein paar Tage auch einen Rücken, aber dann bist du auch durch. Und ich mache ja, wenn ich für uns Holz mache, mache ich hier meist so 12 Meter, ne? Du weißt auch schon, was du gemacht hast. Ey. Müssen wir uns nichts vormachen. 12 Raummeter, das ist schon ein bisschen was, ne? Ja, es wird muckig, ne? Auch vom Schalten her oder so. Ist auch halt nicht so tüftig. So, machen wir eher. Eher! Gibst du mich jetzt? Manchmal will das Spiel mich auch vor. Darf ich auch gar nicht sagen. Für Hohnepieke. Lasst es mich so formulieren. Straßengang rein. Hängen es! Schwung drauf haben, dann ziehst du doch besser. Guck mal! Oh. Sind wir jetzt auch mal hier hinkommen? Das war ja ein böser Baum. Hast du das gesehen? Der wollte gar nicht mit. Schikram, du. Ich glaube, zwei liegen da noch, ne? Nicht so viel verschwenden hier. Guck mal vorschriftsmäßig Warnblinker an. An Volvo. Nicht, dass die Hoppeläschen da aus Versehen gegenlaufen, ne? Deswegen immer Safety First. Warnblinkung an. Ne? Wird hier ganz groß geschrieben hier auf dem Kanal Safety First, ne? Weil hier läuft hier immer die LS-Polizei durch die Gegend, ne? Der Christian. Agrarvideos, hey genau, da müsst ihr mal reingucken, aber das ist hier die LS-Polizei. Müsst auch immer vorsichtig sein, wenn er irgendwo lang fährt, ne? Weil wenn der dann mal irgendwann hinterm Bäumchen herhüpft, du, und ich fahrt nicht vorschriftsmäßig, ein Monat flappen los. Und ohne Flappen in LS, wie willst du denn da arbeiten? Helga? Musste ja schon einen Monat Führerschein abgeben, ne? Die war gar nicht glücklich. Da musste ich die vor allen Dingen immer zum Feld hinbringen und dann wieder abholen. Und dann einer und ein Telefon dabei haben wegen WhatsApp. Ich bin fertig, hol mich mal ab, weißt du? War nicht schön. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Oh, ich hab falsch gelangt. Das war nicht schön. Und dann habe ich auch nur noch gesagt, siehst du, Helge? Siehst du, ich hab's dir gesagt. Nicht immer so brackeln. Vorschriftsmäßig vorne. Zieht er den nicht rüber? Okay. Ist doch nicht so schön. Was willst du machen?
nix. Ganz schön frisch hier, ne? Regnet rein. Könnt ihr auch mal die Tür zumachen, aber das wäre ja viel zu einfach, ne? Weil so haben wir hier Festtagsbeleuchtung schön drin, ne? Siehst du auch immer was. Und dem ist auch noch drauf. Dann haben wir es erst. Für diese Aufnahmesession, ne? Müssen wir beim nächsten Mal dann noch fertig machen. Und dann kriegen wir hin. Langholztransport hier. Auf so ein Kolle. Könnten wir Kolle im Frühling bringen, kann er da Holz hacken. Dann braucht er nicht immer Memoiren schreiben. Ne? Oder? Oh, das passt wieder nicht. Jetzt aber. Ach, falsche Richtung. Aber liebe Leute, ich sag jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!